Das Besondere bei einem regelmäßigen Fünfeck sind natürlich fünf gleich lange Seiten. Das heißt, jede Seite des Vielecks, des Fünfecks in diesem Fall, ist genau gleich lang. Das haben im Übrigen alle regelmäßigen Vielecke gemeinsam, also ob 5, 6, 7, 8 oder 9 Eck, alle Seiten sind gleich lang. Muss man nun ein solches Fünfeck konstruieren, dann hilft es sich folgendes vorzustellen. Ein Fünfeck besteht aus fünf gleich großen Teildreiecken, hier farbig markiert. Ein Sechseck würde zum Beispiel aus sechs gleich großen, ein Siebeneck aus sieben gleich großen und ein Achteck eben aus acht gleich großen Teildreiecken bestehen. Betrachten wir mal eines dieser Teildreiecke genauer. Wir können es beschriften. An der Grundseite befinden sich die Basiswinkel Alpha und Beta. Da die beiden grünen Strecken genau gleich lang sind, handelt es sich um ein gleichschenkliges Dreieck und Alpha und Beta sind gleich groß. Der Mittelpunktzwinkel heißt Gamma. Die Idee ist also, fünf gleich große Dreiecke entsprechend so anzuordnen, dass ich im Endeffekt ein Fünfeck erhalte, so wie ich es vorher mit den gestrichelten Linien und den unterschiedlichen Farben eingezeichnet hatte so hier schieben wir das ganze mal ein bisschen zusammen muss man ein bisschen tüfteln dass das im endeffekt auch richtig passt alles aber ihr seht schon die fünf gleich großen dreiecke ist natürlich jetzt nur ein modell hier ergeben dann im endeffekt so zusammengelegt wieder unser fünfeck da wir ja fünf gleich große dreiecke haben haben wir in dem fall auch fünf mittelpunktswinkel mit der bezeichnung gamma wie ich es jetzt hier eingezeichnet habe, seht ihr, dass alle fünf Gammas zusammengezählt genau einen Vollwinkel ergeben, also 360 Grad. 5 mal Gamma ergibt 360 Grad. Entsprechend können wir jetzt den Winkel Gamma ausrechnen, indem wir das einfach umdrehen und sagen: Der Winkel Gamma ist 360 Grad, nämlich der Vollwinkel geteilt durch die Anzahl der Dreiecke, nämlich 5. Wir haben ja hier ein Fünfeck. Das ergibt 72 Grad. Nun wird es noch ein bisschen komplizierter, um alpha auszurechnen. Die Überlegung ist, dass die Winkelsumme dieses einen Teildreiecks 180 Grad hat. Also alpha plus beta plus gamma sind 180 Grad. Wenn ich also von der Winkelsumme nun gamma abziehe, 180 minus 72, und das Ganze durch zwei teile, dann erhalte ich die Größe eines der Basiswinkel, die ja beide gleich groß sind. In diesem Fall sind das 54 Grad. Also 54 plus 54 plus 72 ergibt 180 Grad. Eine Überlegung brauchen wir noch, bevor es ans Konstruieren geht. Die Eckpunkte des Vielecks liegen alle auf der Kreislinie eines bestimmten Kreises. Der Radius entspricht den Seiten der Teildreiecke, die zum Mittelpunktswinkel führen. So wie ich sie einzeichne, seht ihr, dass alle Eckpunkte auf der Kreislinie liegen. Das brauchen wir gleich noch als Idee, wenn wir konstruieren. Und so sieht das Teildreieck nochmal genauer aus: die Basiswinkel alpha und beta, der Mittelpunktswinkel gamma, die Seite s und die beiden Radien, die den Kreis bilden, auf dem alle Eckpunkte des Vielecks, in dem Fall Fünfecks, liegen. So, jetzt geht es aber ans Konstruieren. Die Seite eines Vielecks, in dem Fall des Fünfecks, ist immer vorgegeben und jetzt tragen wir die beiden Basiswinkel an. Die sind beide gleich groß, haben wir vorher berechnet, 54 Grad. Ihr seht 0 an den Scheitelpunkt und jetzt trage ich hier auf der roten Skala, kann ich ablesen 10, 20, 30, 40. Bis zur 50 hoch und dann 54 Grad und hier stoppe ich und trage ich das an. Dann verschiebe ich das Geodreieck, 0 Punkt wieder an den Scheitel. Und in diesem Fall zählt die äußere Skala, denn ich fange ja immer bei 0 an zu messen. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht bei der roten schauen, das wären dann nämlich 170, 160, sondern auf der äußeren Skala starte ich wieder bei 10, 20, 30 und hoch, bis ganz genau zu 54 und wo sich die beiden. Schneiden, dort habe ich die Spitze meines Teildreiecks. Jetzt brauche ich den Trick mit dem Kreis, denn ich weiß ja, dass alle Eckpunkte auf einer Kreislinie liegen mit dem Radius vom Mittelpunkt bis zu einem der Eckpunkte. Da ja bei regelmäßigen Vielecken alle Seiten gleich lang sind, nehme ich die Seite S in den Zirkel und steche einen Eckpunkt ein und trage die Seite ab. Das gibt dann die blaue Markierung. Dann steche ich wieder bei der blauen Markierung ein, trage wieder eine Seite ab, erhalte die nächste und so weiter. Und so kriege ich nach und nach meine Eckpunkte, die ich dann nur noch miteinander verbinden muss. Und schon habe ich mein Fünfeck konstruiert. Wenn ich also meinen Kreis erstellt habe, dann nehme ich die Seitenlänge von dem konstruierten Dreieck in den Zirkel und trage das immer auf der Kreislinie, ab ihr seht immer, wo der blaue Strich ist, dort steche ich dann wieder ein, trage die Strecke wieder ab, dann kriege ich meinen nächsten Schnittpunkt, dort steche ich dann wieder ein und so weiter und dann habe ich schnell meine fünf Eckpunkte, die ich dann nur noch miteinander verbinden muss. Natürlich müssen wir nicht immer nur Fünfecke konstruieren, sondern vielleicht auch mal Sechsecke oder Ecke oder Ecke, aber das ist gar kein Problem, denn die Vorgehensweise ist immer dieselbe. Wir überlegen uns zuerst, aus wie viel Teildreiecken das Viereck besteht, beim Sechseck sind das sechs gleich große Teildreiecke. Also 360 Grad geteilt durch die Anzahl der Ecken oder Mittelpunktswinkel gibt 60 Grad. Dann schauen wir ein Teildreieck an, Winkelsumme minus Mittelpunktswinkel geteilt durch 2 und wir haben die Basiswinkel. Analog dazu noch zwei weitere Beispiele im Schnelldurchlauf 7 und 8 Eck. Dasselbe könnt ihr übrigens mit 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und so weiter, solange ihr Lust und Zeit habt, Ecken machen. Bis zum nächsten Mal.